Im letzten Part von Dragon Quest Monsters Joker sind wir hier im Mondtempel stehen geblieben und ja, unsere Aufgabe ist es eigentlich, den Prokurator Schwarz herauszufordern, aber im Prinzip sind wir ja eigentlich noch nicht mit dem Tempel hier fertig, aber wenn das Spiel sagt, den Prokurator herauszufordern, dann machen wir das, würde ich sagen, aber meine stimmt, ich komme ja jetzt hier gar nicht raus aus dem Mondtempel, ich muss ja dafür zu den Sonnentempel. Habe ich hier irgendwo einen Teleporter, der mich reinbringt in den Sonnentempel? Also hier ist jedenfalls ein Haxaurier. Den kann ich mal kurz versuchen zu werben. Was wir ihn haben. Oh, da ist auch so ein komischer Adler dabei. Holy shit. Wir haben ja unseren Tyranno, deswegen. Ich weiß nicht, welcher besser ist. Ich würde schätzen Tyranno, aber ich weiß es nicht genau. So, mal gucken, wie viel er denn macht hier so. Das wird nicht klappen, denke ich mal. So. 25, das könnte klappen, aber ich glaube es nicht. Nee. Ja, okay, den Greif versuche ich auch nicht zu werben oder so. Komm, ich mache einfach hier Ende im Gelände und gut ist. So, wie sie alle ihn angreifen. Eigentlich voll gut, weil er einen Kontern kam. Ja, den Kampf jetzt hier mache ich noch, den lasse ich kurz noch drinne und dann gehe ich wieder zurück zum Mondtempel, zum Sonnentempel und dann gehen wir da raus und dann sehen wir uns, ja, wahrscheinlich im Scout-Posten wieder. Die Frage, die ich mal an der Stelle ist, wo fordere ich denn Schwarz heraus? Ich denke mal, ich muss da wieder zurück nach Domuspolis, denke ich mal. Gute Frage, gute Frage. Na okay, wir sehen uns dann gleich wieder, würde ich sagen. Ja, kurzer Cut. Oh, schade. Das wäre jetzt cool gewesen. Ach Mann. Ich habe es mal probiert, aber es war auch ziemlich viel, aber hat nicht geklappt. Was soll's. So, mir ist spontan noch eingefallen, dass man auch einfach Hintertür und Teleportation benutzen kann. Kluger Mensch, ich weiß. So, dann, ja, würde ich sagen, ich guck erstmal kurz hier hinten in den Raum rein, in den, ja, Scout-Raum, ob der Prokurator vielleicht hier ist, aber nein. So, ja, die sagen das gleich beim letzten Mal, ist jetzt hier irgendwas Neues oder so. So, also, das weiß ich, das ist immer noch so, Mitteilungen, immer noch das gleiche. Okay, ja, das ist ganz interessant hier, aber naja. Gut, würde jetzt der Teleportationszauber genauso funktionieren wie in allen anderen Dragon Quest Spielen, könnte ich mich ja jetzt ganz einfach zurück nach Domuspolis teleportieren, aber nein, ist natürlich nicht so. Und deswegen muss ich jetzt mühselig nach Apokalypsia fahren. Von da aus. Dann bin ich schon in Domuspolis, das stimmt. Toll. Es ist jedenfalls dumm, ganz ehrlich. Welcher Vollidiot hat sich das ausgedacht? Aber ich würde sagen, wir machen mal kurz einen Cut, bis wir in Domuspolis sind. Außer hier kommt eine Insel. Nein, kommt hier nicht. Schade. Wäre zu cool gewesen. Naja, dann sehen wir uns gleich auf Domuspolis wieder. Moment, hier ist ein Trainer. Also ein Dings, wie heißt es nochmal? Scout, genau. Mal gucken, was der Typ so kann. So, ich lasse mein Team also kämpfen, wie sie wollen. Er konzentriert sich. Die können sich alle konzentrieren. Schemenhieb. Das war mehr Schaden. Wieso? Ja, das ist sehr gut. Wieso greift ihr eigentlich nicht meinen lieben Zorn Lee an? Weil der kann schön kontern. Das wäre voll super, wenn ihr jetzt immer angreifen könnt und er euch wegkontert. Das wäre das Beste, was passieren könnte. Boss-Tip, ja, sehr schön. Mr. Cups sollte jetzt eigentlich nochmal sterben, außer wisst ihr den anderen an, weil er bescheuert ist. Wow. Das könnte ordentlich reinhauen. Ja. Und das auch. Ja, tschüss. Das war zu erwarten.
Ja, wenn die halt so dumm sind, den richtigen anzugreifen, kann ich da auch nichts für, ganz ehrlich. Meine Güte. Ja, okay, Mr. Cup wäre wahrscheinlich gerade eben auch noch nicht gestorben. Was soll's. So. Du greifst an und du machst... Was ist hier eigentlich? Okay, also quasi ein Regional. Das heißt, wenn wir jetzt in Bosskämpfen sind, werde ich immer zuerst die Wiederholungsheilung anschmeißen bei allen und dann das Angreifen mit Zornli. Weil das ist ziemlich praktisch. So, jetzt greift an und macht das Ding hier tot. Hallo, willst du mal sterben, bitte? Provo. Komm, hier Attacke. Hallo, wie viele Lebenspunkte hast du denn bitte? Der geht auf die 50! Hallo, geht's noch? Tschüss. Weg mit dir, keiner braucht dich. WTF, Alter. Da haut der einfach richtig hart zu. Oh mein Gott, ey. Ein Beutel Pep-Pulver, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Das war's damit, Sebastian. Und du bekommst noch ein paar Punkte. Ja, bei dir gehe ich aber erstmal hier drauf. Sehr gut. Ja, dann sollten wir mal unsere Talentsamen einsetzen, fällt mir gerade mal so auf. Weil dann könnte ich alle immer richtig schön... heilen. Quatsch, was habe ich? Dann könnte ich schön viele Talentpunkte bekommen. Ich hab nur heilen gesagt, weil ich da unten das Heilungsgerät gesehen habe, was da unten lag. Und dachte, okay, dann muss ich mal ein bisschen heilen hier gleich. Aber egal, jedenfalls, kann man allen so ein paar meine Talentpunkte geben und das ist ganz praktisch für die Talente, würde ich sagen. Aber echt unfassbar, was man noch so ein Spiel machen kann. Dass man halt wirklich so viele andere Dinge halt noch lernen, die nicht dastehen, das wusste ich halt wirklich nicht. Das ist echt praktisch. Vor allem die Wiederholungsheilung, die ist echt ziemlich praktisch. Ja, okay, dann stelle ich mir kurz hier an das Heilding dran. Da muss ich auch nicht auf, du musst Puls in den Scout posten. Hallo? Ich habe nur einmal gedrückt! Da muss ich nicht nach Tumus Polis in den Scout posten und kann mich mit Teleportation wieder zudem auf Momentia porten, wenn ich Prokurator Schwarz rausgefordert habe. So, was kommt jetzt hier Schönes? Keine Insel, schade. Ja, ich habe immer so die Hoffnung, Das hat man halt, wenn man das Spiel ein bisschen gespielt hat. Liebe Leute. Sehr schön. So, ich habe so ein Gefühl, ich glaube, wir könnten dann gleich das Kanalisationszeug freischalten, wenn wir mit dem Prokurator gekämpft haben. Ich habe da irgendwie sowas in Erinnerung. Vielleicht war das so, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Wenn nicht, dann ja, habe ich halt Bullshit, aber ich glaube, das war irgendwie so. Ich kann mal ganz kurz gucken, ob ich irgendwas Cooleres kaufen kann für meine Leute hier in dem Kaufhaus. So, der Waffenladen. Hast du was Geiles für mich? Der Steilpreis wäre für Soldi auf jeden Fall besser. Das wäre im Prinzip für alle besser. Dann kriegt das auf. Soldi bekommt das auf jeden Fall. Bitteschön. Aber auf 190 ist ja schon ein ziemlicher Anstieg. So, gut. Und dann hat alles hier oben der eine Laden inzwischen schon auf. Du, liebe Frau. So, nein. Okay. Dann gehen wir zum Prokurator Schwarz, würde ich sagen. Oh Mann, ich muss anfangen zu summen in meinen Let's Plays. Es ist, glaube ich, schrecklich zum Anhören, wenn da so ein völlig rumsummt. So, was? Okay. Gut, dann guck mal, wo der Prokurator ist, würde ich sagen. Dass wir ihn herausfordern können. Das habe ich auch überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt, dass das passiert jetzt, dass wir das machen müssen. Aber okay, wenn er das möchte. Okay. Ja. Und bei dir so. Eigentlich nichts. Nee, tschüss. Naja, mache ich. Denk mal, ich muss jetzt ins Zimmer des Prokurators hier oder was. Ist auch. Nee, doch, es ist. Nee, es ist ja vor. So, hallo.
Hallo, willkommen im Büro des Prokurators. Wie kann ich helfen? Wie bitte? Ein Kampf mit dem Prokurator? Also ich weiß nicht so recht. Er ist ein ziemlich beschäftiger Mann. Er hat kaum Zeit für Besucher und erst recht nicht für Kämpfe mit x-beliebigen Scouts. Stimmt gar nicht. Er hat jede Menge Zeit. Mal sehen, was ich machen lässt. Das war zu einfach. Wieso hilft sie uns? Ach, wie süß. Es kann sprechen. Was für ein schlaues Monster. Du hast sicher Jahre gebraucht, ihm das beizubringen. Na, lass uns mal zum Prokurator gehen, ja? Wow. Ja, bitte. Oh, habe ich Besuch. Wer könnte das bloß sein? Er ist ein junger Scout. Er würde euch gerne zu einem Kampf herausfordern. Zu einem Kampf? Aha, wie ich sehe, hast du einen ziemlich ungewöhnlichen Begleiter. Habe ich dich nicht schon mal gesehen? Oh, natürlich. Ich habe einen Monster im Scoutposten auf Volusia behandelt. Oh, ist das nicht wunderbar? Man kennt sie also schon. Tja, dann müsst ihr ihn doch einfach gegen euch antreten lassen. Ja, aber so ein Kampf braucht seine Zeit und ich habe hier alle Hände voll zu tun. Ich stecke gerade mitten in einem äußerst wichtigen Forschungsprojekt und... Ja, natürlich, aber meintet ihr nicht, dass ihr gerade nicht weiterkommt? Vielleicht wäre es eine gute Idee, mal rauszugehen und frische Luft zu schnappen. Und wo könnte man das besser als bei einem erquickenden Kampf in der Arena? In der Kampfarena auf Volusia, aber ich kann die Zentrale nicht verlassen. Doch natürlich, ich halte die Stellung und passe auf euer Büro auf. Und seht euch doch das seltsame Monster an, das er da hat. Kein bisschen neugierig? Ja, es ist wirklich ungewöhnlich und es scheint sich verändert zu haben. Also gut, ich werde mich zur Kampfarena begeben. Komm schon, junger Mann, du sollst deinen Kampf bekommen. Sehr schön. Darf ich jetzt mal vorne mal speichern spielen oder nicht so? Okay, scheinbar nicht so, okay. Wenn man einen Kampf ausfechten will, gibt es dafür keinen besseren Ort als diesen. Mein Amt bringt gewisse... das Stadion in... Du musst vorher, das ist auch ein Stadion, soweit ich weiß, aber egal. Mein Amt bringt gewisse Privilegien mit sich. Die Arena-Verwalter waren so freundlich, uns ihre Einrichtung zu überlassen. Du nimmst an der Meisterschaft teil, nicht wahr? Nun, wie wäre es dann? Wir benutzen das gleiche System wie bei der Endrunde der Monster-Scout-Meisterschaft. 4 Kämpfe nacheinander. Verlierst du, dann ist das Match vorbei. In der Endrunde hast du 4 verschiedene Gegner. Heute trittst du nur gegen mich an. Aber ich setze bei jedem Kampf andere Monster ein, um dich auf Zack zu halten. Na denn mal los. Mal sehen, wie du dich gegen diese Kerle schlägst. Ja, ich darf halt nicht speichern. Cool. Oh, mal gucken, was du so kannst. Okay, er hat auch ein, Dings. Und ja, okay, ich darf also halt nicht selbst kämpfen und auch mein Gepäck nicht benutzen. Das ist uncool. Oh Gott, das haut rein. Schande. Aber er ist schon mal weg, sehr gut. Bito. Er heißt einfach Chromo. Und er kann auch kontern. Guck mal, wie meiner. Die sind uns so ähnlich. Aber Befehle geben kann ich. Okay, das ist relativ praktisch. Geht bitte doch erstmal auf den Schleim und macht den weg. Und du machst Mittelheilung auf ihn. Let's go. So, das sollte man eigentlich hinkriegen. Ich habe sogar 2 Heiler im Team. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. Guck mal, das ist direkt schon weg. Nice. So, jetzt kontert meiner. Sehr gut. Okay, das war sehr einfach. Eigentlich. So. Nun, den musstest du ja gewinnen. War er zu einfach für dich? Nein, ich war ganz schwer. Also gut, ich habe mich jetzt aufgewärmt. Ist schon eine Weile her, musst du wissen. Dieser hier wird dir vielleicht etwas mehr abverlangen. Hossa! Ist nicht Hossa, nicht Heißa? Keine Ahnung. So. Ah, das sind schon ein bisschen schwerere Monster auf jeden Fall. Gut, ich bin auch nicht geheilt, wie ich sehe. Ja, ich konzentriere mich erstmal auf den hier. Mach mal die... mach mal keine Stärkung. Greif auch an. Und du bist jetzt in dem Kampf so ein bisschen der... Ich kann jetzt auch wieder auf Wiederholungsheilung gehen, aber ganz ehrlich, nee, das lohnt sich nicht, wenn ich jetzt hier gegen 3 Monster kämpfen muss. Da lohnt sich die Wiederholungsheilung nicht so sehr. So, okay. Sehr gut. Ich wüsste ganz gern, wie viele Lebenspunkte Tyranno eigentlich hat, weil ich weiß es gerade nicht, muss ich zugeben. 3-4, okay. Aber ja, Kontra-Player, sehr gut.
Okay, er hat scheinbar irgendeine Sache drin. Ja, die ihn immer heilt oder so. So. Hab das ein bisschen umgestellt jetzt, weil das echt wichtig ist. Die Taktik jetzt hier. Ja, okay. Eine einfache Stärkung. Na gut, meinetwegen. Oh, die Konzentration erhöht sich. Okay, dann muss ich sowas von auf den gehen, dass ich den erstmal weg habe. Helmspalter. Du haust den auch weg. Und heilen muss ich eigentlich jetzt gerade nicht. Deswegen mach den erstmal weg. So, du konntest jetzt sehr schön. Damit könnte der jetzt sogar schon mal sterben. Nee, schade. Bam. Und jetzt komm weg. Nee, schade. Er hat viel mehr, als ich dachte. Ach, dann hau. Reinhauen hat er nicht. Okay. Gut. Das war wenig schade. Ja, und einfach rein. Und einfach rein. So. Ja. Attacke. Ah, da Stärkung. Stimmt. Ich habe mich gerade schon gewundert. Aber er hat da Stärkung. Ich erinnere mich. Und tschüss mit dir. Tschüss mit dir, Deutsch. So, oh, nice, Mirker. Das ist ein geiler Name, Mirker. So, sehr schön. Zweiter Kampf geschafft. Und die dritte Runde. Eine prima Leistung. Wird wohl Zeit, dass ich ernst mache. Nun denn, junger Mann, mal sehen, wie du gegen diese Burschen abschneidest. Mal gucken, was jetzt kommt. Ich habe Angst ein bisschen. Uch, du Schande. Ah, heilige Scheiße, er kann saus. Und guck mal, ein Krippel ist uncool. Das war richtig gut, dass er den geheilt hat. Und er macht das auch. Ja, das habe ich mir auch gedacht, dass er das so machen wird. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist praktisch. Richtig gut. Oh, Tyranno, 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 der arme Tyranno. Ja, aber die werden sich schon drum kümmern. Die werden da heilen, denke ich mal. Hoffe ich zumindest mal. Die machen echt scheiße viel Schaden. Nicht so geil. Ja, okay, das ist auch eine Möglichkeit. Nein, nicht konzentrieren. Um 20 direkt. So, also, wir gehen erstmal auf. Ja, wobei der andere ist schon fast tot. Egal, du heilst ihn. 71, aber es geht nicht runter, schade. So, ordentlich heilen. Ja, er kontert, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bam. Das hat, das macht kaum was. Okay, er überlebt, er überlebt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Er hat es überlebt. Okay, perfekt. Perfekt. Perfekt, der Kampf war ziemlich gut. Ich hab nicht gedacht, dass das so gut laufend am Ende des Tages. Sehr schön, der Konter kommt. Bam! Dann war das einer schon mal weg. Und du könntest es auch weg sein. Nee, schade. Sehr gut, sehr gut. Oh, nice. Ja, jetzt wo ich die Taktik umgestellt habe, machen die auch. Nein, er kann sowas! Machen die auch viel bessere Aktionen. Auch wenn ich das gerade nicht nachvollziehen kann, weil der Drache ist ja eigentlich schon fast tot. Deswegen geht auf den scheiß Drachen, das war dumm. Geht auf den Drachen, meine Güte. Der ist schon fast tot, mach ihn jetzt weg. Da, komm, weg. Bam, siehst du? Meine Güte, was ist los mit euch? Saus ist halt mega scheiße, halt wirklich. Saus ist richtig hart. Bullshit. Vor allem kontert er bei Saus eben auch nicht. Das könnte wehtun. Nein, okay. Aber er kontert. Guck mal. Nice. Oh, jetzt kann ich den Kampf nicht mehr heilen. Verdammt. Du
Das ist uncool. Okay, der letzte könnte jetzt böse ausgehen, weil ich ihm halt sehr angeschlagen bin. So. Letzter Verkampf. Okay. Macht nichts, wenn du verlierst. Aber ich will gewinnen gegen dich, du Pisser. Was hast du jetzt für Monster? Jetzt kommen bestimmt mega die Ultra-Rang-A-Monster. Ja, das kann ich, glaube ich, gar nicht gewinnen. Das kann ich, glaube ich, gar nicht gewinnen. Nee, guck mal, die machen viel zu viel Schaden. Jäger, was ein Name. Das kann ich eigentlich nicht gewinnen. Wieso? Ach, okay, doch, ist klug, ihn zu heilen. Wobei. Läuft doch ganz gut, muss ich sagen. Ha, geil! Jetzt geh doch mal auf Swan Lea, kann einen schönen kontern. Dankeschön. Oh, machst du viel Schaden! Das ist mir egal, weil das bringt halt nichts. Ja! So, auf dich selbst bitte. Dankeschön. Das hat weh. Aber er kontert. Nein! Okay. Macht nicht so viel Schaden. Oh, der Schaden! Wie hat das reinhaut einfach? Geh doch auf den schwarzen Drachen, der ist schon fast tot. Haha. Jetzt Connor, das fand ich, das mir doch egal. Geht doch auf den schwarzen Drachen, der ist schon fast tot. Nein! Oh, das ist hier gerade pure Spannung. Okay, das ist, weil man halt nix. Das könnte aber, ja, ordentlich reinhauen. Okay, ich merke die Befehle. Du musst auf den gehen. Und du bitte auch. Und du machst Mittelheilung auf ihn. Meine Güte. Dass der scheiß schwarze Drache jetzt endlich weggeht. Fuck. Ey, die halten voll viel aus. Das ist unfassbar, wie viel die jetzt aushalten. Ja, tschüss. Ah, hat's ausgewichen. Das waren zwei Schadenspunkte! Ernsthaft! Mann! Unfassbar. Einfach nur unfassbar. Ja, das passt so. Oh, ich weine. Der hatte noch zwei Lebenspunkte. Einfach noch zwei Lebenspunkte. Zwei gottverdammte Lebenspunkte. Ernsthaft jetzt. Und der hält scheinbar ziemlich viel aus. Puhuhuhu. Ja, ich kann jetzt halt nichts gegen die Vergiftung tun, aber es ist auch nicht so schlimm eigentlich. Ah, bei dir schon eher. Wieso machen die jetzt Helmspalte auf den? Der schwarze Drache ist doch schon fast tot. Ich verstehe es nicht. Scheiße, ja, toll. Ich wette, der schwarze Drache wäre so hart fast gestorben schon. Guck mal, toll! Was für Schwachköpfe. Aber okay, meinetwegen. Toll! Egal, ich hab wenigstens gewonnen. Nice. Das war krank. Sehr beeindruckend, junger Mann. Kann mir gut vorstellen, dass du die Meisterschaft gewinnst. Aber das Niveau der Scouts ist heute viel höher, als es noch zu meiner Zeit war. Mich zu schlagen bedeutet nicht viel. Ich war ein Champion, ja, aber das ist lange her. Nun denn, ich muss gestehen, dass ich etwas außer Atem bin. Hab schon lange nicht so gekämpft. Man wird halt nicht jünger. Ruhen wir uns doch ein wenig aus, ehe wir nach Hause zurückkehren, ja?
Okay. Ah, ein schönes Gefühl, da zu kämpfen. Man kommt sich gleich für jünger vor. Wir haben es den Monstern zu verdanken, dass wir uns derart vergnügen können. Hast du jemals die Frage gestellt, woher die Monster kommen? Ihre Heimat ist eine andere Dimension. Ein Ort, den wir Dunkelwelt nennen. Schwer vorzustellen, nicht? Welch ein Ort das sein muss. Ein Paradies für Monster. Oh, ich würde ja nur allzu gerne oder Tim, wenn es denn nur möglich wäre. Oh, schau, die Sonne geht auf. Es ist Zeit, dass wir in die Stadt zurückkehren. Ich habe viel zu tun. Aha, endlich haben wir euch gefunden. Wo in Mau Mau habt ihr nur gesteckt? Oh, schon gut. Es ist halt etwas Schreckliches passiert. Man hat uns bestohlen. Bestohlen! Langsam, immer mit der Ruhe. Was genau hat es mit diesem Raub auf sich? Jemand ist in euer Büro eingebrochen. Deswegen, wir sollten die wahrscheinlich ablenken. Was? Meine Empfangsdame wollte doch aufpassen. Was zum Kuckuck ist denn mit ihr passiert? Nun ja, sie scheint verschwunden zu sein. Viele von uns glauben, dass sie darin verwickelt sein könnte. Verdammte Hexe! Stell, wir müssen uns vergewissern, dass es noch da ist. Dass was noch da ist? Ein Projekt oder was? Aber ich würde sagen, wie das weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Bis dann, ciao, euer Vivo, tschüss.